Die Waldorfschulen in Deutschland sind sehr beliebt. Hier gibt es Fächer, die es in anderen Schulen nicht gibt. Fremdsprachen schon nach dem ersten Schuljahr, einen Ökogarten für die Schulküche, Mädchen, die schreinern, Jungen, die stricken und keiner bleibt sitzen. So sind Waldorfschulen seit 80 Jahren ein Begriff für sanftes Lernen. Doch immer wieder wird auch Kritik an dem Schulmodell laut. Die Theorien ihres Begründers, Rudolf Steiner, seien rassistisch und unwissenschaftlich, behaupten Kritiker. Einer, der es ganz genau wissen muss, ist der Historiker Helmut Zander. Er hat nun die erste Geschichte der Anthroposophie vorgelegt, ein Buch von 1800 Seiten. Ob Steiners Theorie mit seiner Praxis, den von ihm inspirierten Lehr- und Lebensmodellen mithalten kann, darüber haben wir uns mit Helmut Zander vor der Sendung unterhalten. Erst sehen wir aber einen Beitrag von Britta Nüsse. Kopf, Herz und Hand sollen hier gleichermaßen erzogen werden. Die Waldorfschulen haben die Anthroposophie Steiners bekannt gemacht. Allein in Deutschland gibt es mehr als 200 dieser Schulen. Eine Art ganzheitliche Gesamtschule, die für sich in Anspruch nimmt, jeden einzelnen Schüler individuell zu fördern. Eine außergewöhnliche Schule, auch architektonisch. Bei den Schulgebäuden vermeidet man rechte Winkel, so gut es geht. Und vielen ehemaligen Waldorfschülern sagt man ausgeprägte Kreativität, Selbstbewusstsein und eine besondere soziale Kompetenz nach. Der Begründer der Waldorfpädagogik, Rudolf Steiner, entwickelte Anfang des 20. Jahrhunderts aus der Theosophie eine Methode der Persönlichkeitsentwicklung, die nicht nur im Schulbetrieb Anklang fand, sondern auch bei Künstlern wie Josef Beuys, den Malern Franz Marc und Wassily Kandinsky. Nach Steiners Überzeugung sind in allem die Mächte einer geistigen Welt wirksam. Werden sie erkannt, lassen sie sich sinnvoll nutzen, auch in der Landwirtschaft und der Medizin. Die anthroposophische Firma Veleda und Demeter Produkte finden eine breite Käuferschicht. Bekennende Anthroposophen stellen Produkte her, die am Markt erfolgreich sind. Aber Steiners Theorie, die sie inspiriert hat, wirkt heute auf viele befremdlich. Kritikern gilt Steiners Theorie als Spielart der Esoterik, was auch an ihrer Genese liegen dürfte. Steiner hat immer behauptet, dass sein Wissen und seine Lehren aus einem geheimen Buch stammen, verfasst in einer verschlüsselten Schrift, der sogenannten Akasha-Chronik. Obwohl sie niemand außer ihm gesehen hat, gilt sie manchen Anthroposophen als sakrosankt. Guten Abend, Herr Zander. Guten Abend, Frau Meier. Die Veleda-Cremes und die Demeter-Säfte sind sehr erfolgreiche und beliebte Produkte. Ohne Rudolf Steiner würde es sie nicht geben. Nun haben Sie die Schriften Rudolf Steiners erforscht. Überzeugen denn auch seine Theorien? Zum Teil natürlich ja. Die Anthroposophie hat starke Seiten. Ich denke etwa an die Medizin, wo man Alternativmedizin und Schulmedizin verbindet. Aber es gibt auch eminent schwache Seiten, wo er nicht überzeugt. Beispielsweise, wenn er annimmt, dass es einen Kontinent namens Atlantis gegeben habe. Also das ist eine gemischte Kalkulation. Woher kommt denn das Wissen von Steiner? Er hat ja immer gesagt, er hätte sich vom Weltgeist inspirieren lassen. Sie sind, glaube ich, ein bisschen auf andere Erkenntnisse gestoßen. Also in der Tat, man kann relativ deutlich sagen, dass das Wissen, was er bietet, aus dem Fundus des 19. Jahrhunderts stammt. Das ist seine Zeit, die er in seine Offenbarungen eingepackt hat. Aber er hat sie natürlich anders begründet. Er war der Meinung, das sei Wissen aus höheren Welten, das sei übersinnliche Erkenntnis. Was wird denn heutzutage in den Waldorfschulen noch gelehrt, was Sie aufgrund Ihrer Forschung jetzt auch als eher vielleicht bedenklich einstufen? Sie haben vorher schon mal kurz Atlantis erwähnt. Was gibt es da noch? Also das Problem ist, dass wir relativ wenig über die detaillierten Unterrichtsinhalte wissen. Auf der einen Seite haben wir die pädagogische Theorie, in der Atlantis dann sehr wohl vorkommen kann. Auf der anderen Seite ist einfach unklar, was von dieser Theorie in den Unterricht einfließt. Es tauchen immer mal wieder Haushefte von Schülern und Schülerinnen auf, in denen Atlantis-Vorstellungen oder Steiners rassentheoretische Vorstellungen vorkommen. Aber wir wissen einfach nicht, ob das repräsentativ ist und ob nicht die normale Waldorfschule von all dem relativ wenig dann bietet.
Warum? Es gibt so ein Bonmot bei Waldorfschulen, dass man sagt, hätten wir mal zwei Schüler, die ordentlich Steiner gelesen hätten. Also das kann auch ein Teil der Realität sein. Warum wird denn an den Lehren Steiners trotzdem auch heute noch so festgehalten? Ich denke, da gibt es zwei Gründe. Zum einen ist Rudolf Steiner der Garant anthroposophischer Identität. Und wenn man Steiner losließe, würde man ein entscheidendes Fundament der Anthroposophie verlieren. Aber dazu kommt noch etwas anderes. Steiner war ein großer Sinnstifter. Und man tut sich naturgemäß schwer, kritisch, historisch kritisch an eine solche Person ranzugehen. Und deshalb hält man, glaube ich, auch an ihm so stark fest in der Anthroposophie. Steiner wird auch heute noch verehrt von seinen Anhängern. Ist das ein Club von Dogmatikern, die von kritischem Denken nichts wissen wollen? Jedenfalls tut man sich schwer, historisch kritisch mit Steiner umzugehen, weil diese höhere Einsicht im Grunde nicht demokratisierbar ist. Wenn dem so ist, dann ist die Neigung groß, einfach das, was er gesagt hat, hinzunehmen und möglichst nicht dran zu rühren. Ich bin allerdings der Meinung, dass man da auf Dauer nicht drum rumkommt und dass die Dogmatiker in der anthroposophischen Gesellschaft, die es gibt, mit den eher liberalen Anthroposophen, die sehr wohl historisch kritisch an Steiners Leben und Werk ran wollen, nun streiten müssen. Die Anthroposophen hatten auch immer gesellschaftliche Anliegen, die sie nach außen getragen haben. Sie sind aber trotzdem nie politisch aktiv geworden, nicht im klassischen Sinne, dass sie jetzt, sagen wir, vielleicht auch eine Partei gegründet hätten. Warum eigentlich nicht? Also sie waren bei der Gründung der Grünen im Südwestdeutschland mitbeteiligt. Es gibt solche Spuren, aber sie haben recht. Im Wesentlichen hat man sich auf gesellschaftliche Praxis gestürzt, die Medizin, die Pädagogik, die Landwirtschaft. Die Distanz zur Politik hängt zum Teil nun wieder einmal mit Steiner zusammen. Der glaubte in einer, ich zitiere ihn, demokratienärrischen Zeit zu leben. Und er hat nur ein sehr kritisches Verhältnis zur Demokratie, zur Weimarer Demokratie gefunden. Und er war überhaupt der Meinung, dass das, was im politischen Bereich wichtig sei, so seine Aussage, von jenseits der Schwelle kommen solle. Und das heißt, übersetzt in ein sozusagen für alle verständliches Deutsch, dass nur Eingeweihte, dass nur mit höherer Einsicht die Fundamente der Politik richtig bestimmt werden könnten. Und ich denke, aus dieser Haltung Steiners rührt die bis heute relativ politikdistanzierte, eben nicht gesellschaftspolitisch distanzierte, aber politikdistanzierte Haltung von Anthroposophen. Eine letzte Frage noch zum Schluss. Sie haben ein kritisch-historisches Werk geschrieben, 1800 Seiten. Was ist Ihr Fazit? Oder anders gefragt, würden Sie Ihre Kinder an die Waldorfschule schicken heutzutage? Also, wenn ich unseren Jüngsten sehe, der jetzt mit 7 Stunden pro Tag plus 3 Stunden Hausaufgaben nach Hause kommt, dann frage ich mich, gäbe es eigentlich auch eine alternative Schule? Und das könnte eigentlich die Waldorfschule sein. Ich würde unsere Kinder trotzdem nicht dahin schicken, weil der weltanschauliche Hintergrund nun doch eine Blackbox ist, von der man nicht weiß, in welchem Ausmaß sie letztlich die Schule bestimmt oder nicht. Und im Übrigen ist so eine Staatsschule wie die unsere nicht so schlecht, wie sie manchmal gemacht wird. Herr Zander, ich danke fürs Gespräch. Dankeschön, Frau Meier.